Das ist ein besonderer Tag, weil hinter uns drei Feuerwehrfahrzeuge stehen, die wir heute offiziell sozusagen in die Nutzung übergeben haben. Sie sind alle drei schon seit einer ganzen Weile in den jeweiligen Standorten im Einsatz. Die Pandemie hat uns hier bisher den Übergabetermin verhagelt sozusagen. Die Besonderheit, hinter uns steht ungefähr 1 Million Euro. Da fragt man sich, wo ist das Geld? Es ist verbaut in moderner Technik, in zwei Tanklöschfahrzeuge und in einen Gerätewagen Dekontamination. 260.000 Euro sind Fördermittel des Freistaats, die da reingeflossen sind. Und diese Fahrzeuge werden jetzt quasi als kreisliche Gefahrenabwehrkomponente bei Feuerwehren im Landkreis stationiert, also in Wechmar, in Waltershausen und in Bad Tabberz. Das sind Stützpunktfeuerwehren bzw. Feuerwehren mit überörtlichem Ausrückebereich. Die sollen also aus Sicht des Kreises hauptsächlich eben überörtliche Aufgaben wahrnehmen, also auch überörtlich kreisweit oder auch darüber hinaus zum Einsatz kommen. Sie stehen aber in den Ortschaften natürlich auch für den örtlichen Brandschutz zur Verfügung und erhöhen dadurch in den Standortgemeinden, aber auch im ganzen Landkreis die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger enorm. Kann man sich nach 30 Jahren über ein neues Feuerlöschfahrzeug überhaupt noch freuen? Sehr, sehr. Die alten, die anderen sind alle in die Jahre gekommen. Jetzt kommen halt die ganzen Timberline, wie es so ist. Und deswegen freut man sich über neue Technik, vor allem auch der Stand der Technik. Denn 30 Jahre zurück ist halt vieles noch ziemlich alt und jetzt hat man schon moderne Technik. Heißt das, man kommt, wenn man vor Ort ist, dann auch schneller dazu zu löschen oder ist das nur eine Begleiterscheinung bei neuen Löschfahrzeugen? Das ist nur eine Begleiterscheinung, es dauert genauso lange. Und was ist dann besser? Die Bedienungselemente an sich? Erklären Sie es mal an einem Beispiel, bitte. Bedienungselemente an sich, auch die Selbstlöscheinrichtungen oder Selbstschutzeinrichtungen für Vegetationsbrände, die Sprühdüsen vorne dran, hat man früher halt alles nicht gehabt. Pump-and-Roll-Betrieb ging früher nicht, zumindest an den Fahrzeugen, was wir hatten. Deswegen ist das schon sehr schön. Wie viele freiwillige Feuerwehrleute hat die Wehr bei Ihnen noch? 30. Wie viele Wehren? Also drei gleichen, hat 8 Ortsteile und insgesamt haben wir 189 Einsatzkräfte in gesamt drei gleichen. Ja. Und selber im Wechmar sind es 30? Ja. Ja. Und die Fahrzeuge sind immer dezentral stationiert? Wir haben 8 Ortsteile, die haben alle ihren eigenen Feuerwehrstandort. Das versuchen wir auch beizuhalten. Und die Fahrzeuge haben wir gemäß den Einstufungen in die Risikoklassen in 3 Ausrückebereiche eingeteilt. Und so steuern wir als Ortsbürgermeister gespannt mit dem Bürgermeister die Fahrzeugstandorte. 30 Jahre Feuerwehrmann, warum? Warum nicht? Das ist eine Leidenschaft. Wenn man es gerne macht und mit Liebe macht, dann bleibt man auch dabei. Was macht da einen guten Feuerwehrmann aus? Kameradschaft, Teamplayer, ja, und der Spaß an der ganzen Arbeit, anderen Leuten zu helfen. Ist es vor Ort schwieriger, Nachwuchs zu finden? Sehr. Dadurch, dass andere Vereine ja schon viel früher anfangen können, ihre Mitglieder aufzunehmen und in der Jugendfeuerwehr frühestens ab 6, das ist halt das große Problem. Ja. Versuchen Sie dem irgendwie insgesamt in allen 8 Ortsteilen ein bisschen gegenzusteuern? Wir sind dran, aber das ist ein langer Weg und sehr steinig. Ist Feuerwehrauto gleich Feuerwehrauto, wenn es TLFs sind? Von der neuen Generation oder gibt es eigentlich jetzt nur noch von der Marke? Nein, das ist. Der Markt ist breit gesteckt. Es gibt verschiedene TLFs auf Unimog-Basis und andere Fahrzeughersteller, Mercedes, alles was. Wunschfahrzeug? Auch. Auch? Okay. Wie viele Liter gehen denn rein? 3700 Liter. Heißt er deswegen TLF 3000? Es geht auch weniger, aber es ist halt ein Tanklöschfahrzeug, speziell auch so konzipiert, es ist halt kein Löschgruppenfahrzeug. Ich habe halt nur 3 Sitzplätze, also einen Trupp und dementsprechend ist halt der ganze andere Platz mit Wassertank ausgefüllt. Hat sich in den letzten 30 Jahren an der ursprünglichen Feuerwehrarbeit was geändert? Es ist mehr dazugekommen im Gegensatz zu früher. Das Aufgabenspektrum ist größer geworden. Es kommt immer mehr dazu. Die Hilfeleistung, Türöffnung etc. pp. Oder Tierrettung, das war ja früher alles nicht so. Wer hat Sie eigentlich damals zur Feuerwehr geholt? Das war die AG Junge Brandschutzhelfer. Da hatte man in der Schule halt ein wenig Freizeit.
Das war damals noch während der Schulzeit, größtenteils. Und da hat man sich da halt hingezogen gefühlt. Kann jeder Ihrer Feuerwehrleute den LKW fahren? Nein, wir haben 10 Maschinisten mit LKW-Führerschein und sind dran. Es wird ja gefördert mit der Drittelförderung, ein Drittel Landkreis, ein Drittel die Gemeinde und ein Drittel der Kamerad selber. Das ist, denke ich mal, ein guter Weg, den einen oder anderen noch zum LKW-Fahren zu bewegen. Stichwort Gemeinde. Fühlen Sie sich beim Bürgermeister gut aufgehoben? Sehr. Wie äußert sich das? Wir haben konstruktive Gespräche und gehen eigentlich immer mit einem guten auseinander. Was muss ein Dekom-Fahrzeug können? Ein Gerätewagen-Dekomation ist dafür da, um im Gefahrguteinsatz die eingesetzten Kameraden, die vermutlich mit dem Stoff in Berührung gekommen sind oder mit den gefährlichen Stoffen in Berührung gekommen sind, zu reinigen, dass dieser Stoff nicht weitergetragen wird und die Kontamination anderer Geräte und Kameraden ausgeschlossen wird. Habe ich das richtig mitbekommen, dass es ein Ersatz ist? Das ist ein Ersatzfahrzeug, für? Das ist richtig. Wir haben schon so einen Gerätewagen-Dekontamination im Wartershausen stationiert und das ist praktisch das Nachfolgemodell dazu. Was kann der neue, was der alte nicht kann? Er kann zum Beispiel Warmwasser erzeugen, das konnte der alte nicht, das macht sich mit der Reinigung, kennen wir von daheim, alles was mit Warmwasser gereinigt wird, lässt sich einfach reinigen als mit Kaltwasser. Die Beladung ist besser aufgeteilt, dadurch, dass wir jetzt hier richtige Geräteräume haben, ist immer für jeden Kameraden oder für jede Person, die dekontaminiert wird, eine Kiste drin, da sind Schuhe drin, da sind Socken drin, da ist Unterwäsche drin, da ist ein Jogginganzug drin, um nach der Dekontamination oder nach dem Reinigen sich wieder in der Öffentlichkeit blicken lassen zu können, dass keiner nackig mehr laufen muss. Wie viele Jahre schon im Feuerwehrdienst? Ich? Ja. Seit 1995. Kann man sich da über neue Fahrzeuge noch freuen? Ja, immer wieder. Warum? Weil das einfach das ist ein Hobby, für das man brennt, für das man steht und deswegen geht auch ein neues Auto nicht spurlos einfach vorbei. Das geht schon, das geht nicht nur mit neuen Autos. Wir haben im letzten Jahr oder in diesem Jahr 50 neue Helme beschafft. Über die Stadtverwaltung Wert von 21.000 Euro. Darüber freut man sich auch, weil es alles, was ein ist ja nicht für uns. Es ist ja, doch, es ist schon für uns ein gewisser Schutz da, aber es ist ja hauptsächlich, um für die Bevölkerung zum Einsatz zu kommen und dabei ordentlich geschützt zu sein. Apropos Bevölkerung, ist die Akzeptanz für die Feuerwehr in den letzten Jahren gewachsen oder gesunken? Also ich muss sagen, in Wartershausen ist die Akzeptanz für die Feuerwehr sehr groß. Da spielt auch unsere Politik mit einer Rolle, unser Bürgermeister. Unser Bürgermeister hat natürlich ein Herz für die Feuerwehr. Ich selber sitze im Stadtrat, also es wird selten etwas gegen die Feuerwehr, und wenn es um die Feuerwehr geht, wird selten dagegen stimmt. Also das heißt, die Akzeptanz schon wirklich groß und gut, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wie ist denn die Nachwuchssituation in Waltershausen? In Waltershausen ist es so, wir haben die Feuerwehr Waltershausen besteht aus acht Feuerwehren. In den 8 Feuerwehren haben wir 6 Jugendfeuerwehren und dort haben wir ca. 110 bis 115 Kinder. Das ist natürlich im Moment durch Corona, wissen wir alle, ein bisschen schwierig dort zu arbeiten. Aber wir sind so aufgestellt, dass wir jedes Jahr einen Truppmannlehrgang durchführen können, wo neue Kameraden in die Feuerwehr aufgenommen werden, wo sich immer so zwischen 6 und 8 Leute sich bewegen. Also dieser Wechsel ist eigentlich kontinuierlich da. Dieser Dekom kommt ja überall dann praktisch zum Einsatz. Oder gibt es da eine Einsatzgrenze? Dieses Fahrzeug ist ein Fahrzeug des Gefahrgutsuches des Landkreises Gotha. Der Gefahrgutzug im Landkreis Gotha ist dezentral aufgestellt. Das heißt, wir sind eine Komponente. Eine Komponente steht zum Beispiel in Greventonna, eine Komponente in Nordruf, eine Komponente in Neudietendorf und in Tambach-Dietharz. Und wir treffen uns im Rendezvous-Verfahren eigentlich für den Landkreis Gotha beschafft. Wenn der Waltershäuser Feuerwehrchef noch einen Wunsch frei hätte, was würde er sich denn wünschen? Was würde er sich wünschen? Ja, wir sind in der Beschaffung nächstes Jahr einer neuen Trailer. Das ist im Moment so ein großer Wunsch oder etwas, was uns wirklich auf den Nägeln brennt. Und wenn das durchgestanden ist, hoffe ich, dass in der nächsten Zeit das Gerätehaus in Winterstein fertig wird, das neue Fahrzeug für die Feuerwehr Winterstein kommt und dass wir vielleicht im Fischbach noch eine Lösung finden, wie man da Feuerwehr vielleicht Dorfgemeinschaftshaus, Feuerwehr integrieren können und dort eine ordentliche Unterkunft erschaffen, die wir im Moment noch nicht haben. Eine Frage, die ich eben schon gestellt habe und die bei allen nachgestellt wird, was macht einen guten Feuerwehrmann aus? Einen guten Feuerwehrmann macht eigentlich aus, regelmäßig zur Ausbildung und zu Einsätzen zu erscheinen, sich wenig Ausreden einfallen lassen, wenn man nicht kann und seinen Dienst ordentlich durchführt, für andere da ist. Also so das grundsätzlich, wie eigentlich jeder sein sollte. Wer hat Sie eigentlich zur Feuerwehr geholt?
Kennen Sie die Sendung Notruf? Mit Hans Meiser. Nicht? Wurde 1993 im Winkel gedreht. Ja. Eine Folge davon. Und da wurde so ein bisschen die Geschichte für die Feuerwehr bei mir entfacht. An TLF 3000, sehr drauf gewartet? Ja, wir haben sehr drauf gewartet, weil weiß ja jeder die Finanzlage, wie es ist in jeder Kommune. Und gerade Bad Harburs sieht es auch ganz schlecht aus. Und die Autos, die wir haben bis jetzt oder hatten, waren Baujahr 91, Baujahr 93 und älter. Und wie gesagt, in das eine Fahrzeug haben wir schon mal 10.500 Euro investiert. Also mit der Gemeinde und nochmal dasselbe der Landkreis für eine Reparatur, dass es überhaupt weiterging. Und deswegen waren wir sehr froh, wo dann die Entscheidung kam, dass Darbers das TLF 3000 über den Landkreis ziehen kann. Was kann der denn, was die Vorgängerfahrzeuge nicht können? Na, er hat zum Beispiel mehr Wasser drauf. Der hat 3000 Liter Wasser, Tankinhalt, plus Schaummittel. Das andere Fahrzeug, das haben wir aber allerdings auch noch, das hat 2500 Liter Wasser. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn ich oben über den Monitor, da kann ein Monitor drauf gemacht werden, wenn ich da mit die Pumpe voll laufen lasse, ist innerhalb von einer Minute, anderthalb Minuten die 3000 Liter weg. Kommt man mit einem neuen Feuerlöschfahrzeug schneller zu Gange? Gibt das wichtige Sekunden oder ist es am Ende eine Sache der Übung? Das ist eine Sache der Übung, ganz einfach. Jedes Fahrzeug hat andere Pumpen. Man muss sich damit vertraut machen. Dafür wird bei uns 14-tägliche Ausbildung gemacht, immer freitags, 18 Uhr, 2-3 Stunden, wo sich mit der ganzen Technik, mit der ganzen Beladung geübt wird. Ansonsten ist nicht möglich. Wie viele Mitglieder hat denn die Feuerwehr in Bad Harburs? Wir haben 39 Mitglieder, aktive Mitglieder und dann nochmal 8 im Alters- und Ehrenabteilung. Und wie sieht es bei der Nachwuchsarbeit aus? Nachwuchsarbeit, bei uns geht es noch, allerdings muss man dazu sagen, wenn sie dann 15, 16, wenn der Übertritt dann in die aktive Wehr so weit ist, dass die wenigsten bleiben, durch wahrscheinlich Freundinnen, Lehrer, wie das überall so ist, wegziehen dann. Also sind sehr wenige, die dann übrig bleiben. Wie viele Jahre sind Sie denn schon in der Feuerwehr? Ich bin seit 1982 in der Feuerwehr. Seit 1982? Ja. Mein Ortsbrandmeister mache ich seit 1986. 82, wer hat sie denn damals geholt? Das war noch Schul-AG oder? Das war, vorher war das, ja, das war Arbeitsgemeinschaft junger Brandschutzhelfer. Und mein Vater, der war damals in Harburs im Gummikombinat, Wehrleiter der Feuerwehr. Und dadurch ist das dann so. Was macht denn einen guten Feuerwehrmann aus? Das ist eine gute Ausbildung. Ohne Ausbildung geht nichts. Die Fortbildung muss gemacht werden. Es muss ja im Jahr 40 Stunden Fortbildung müssen gemacht werden. Durch Corona natürlich war das jetzt alles ein bisschen abgespeckt und liegen geblieben. Das ist schade und das muss jetzt alles nachgeholt werden. Ja, gerade mit den neuen Fahrzeugen, wo doch, was wir noch nicht allzu lange haben. Ist die Akzeptanz in den vergangenen Jahren gestiegen oder gesunken für die Feuerwehr am Ort? Ist eigentlich mehr gestiegen, man muss so sagen. Was denkt denn ein Feuerwehrmann wie Sie, wenn er das Hochwasser im Westen sieht? Schlimm, ganz, ganz schlimm. Also sowas will man nicht haben. Und bin ja froh, dass auch hier Thüringen sich beteiligt hat an der ganzen Hilfsaktion. Also ich bin wirklich froh, dass wir das hier in Thüringen jetzt nicht so gehabt haben.